Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute gibt es eine Antwort auf die Frage BGM, was kosten das? Ja, BGM, wie teuer ist das denn? Und dazu dann gleich mehr. Ja, eine kleine Geschichte. Ich hatte diese Woche wieder ein wunderbares Erlebnis, in dem ich in einem Treffen zum Thema BGM groß und breit dargestellt habe, was sind die Vorteile, wie geht das vonstatten, wie baut man das auf, wie macht man das und vor allem, was bringt es auch? Und dann am Ende, wie ganz häufig, kam eine entscheidende Frage. Ja, das klingt ja alles toll. Was kostet das denn? Wie teuer wird es denn? Und wie soll ich sagen, ich teste dann manchmal so die potenziellen Neukunden, auch diesen potenziellen Neukunden habe ich dann getestet, indem ich dann manchmal folgendes Geräusch mache. Falsche Frage. Und dann gibt es zwei Varianten. Variante 1, der Kunde lacht und ich kann beruhigt weitermachen, denn ich weiß, der Kunde passt auf jeden Fall zu mir. Und wir passen auch zu dem Kunden oder der Kunde fängt an komisch zu gucken. Das ist Variante 2. Und dann weiß ich schon, mit dem willst du nicht zusammenarbeiten. Weil auch so diese Formulierung, es kommt auch manchmal so ein bisschen auf die Formulierung an. Ne? Wenn jemand sagt, ja, wie teuer ist das denn? Dann bedeutet das für mich, Kommando zurück, der hat es nicht richtig verstanden. BGM, ich kann euch eine Antwort geben. Was kostet BGM, wie teuer ist BGM? Gar nichts. BGM kostet euch nichts. BGM ist auch nicht teuer. Was richtig teuer ist, das sind Sportwagen, das sind Luxusuhren, das ist eine Yacht. Das ist teuer. Ne? Und die produzieren auch jeden Tag Kosten. Die bringen nichts. Ein Sportwagen ist genauso funktional wie ein Kleinwagen. So, was der Unterschied ist, ist die monatliche Leasingrate. Und was der Unterschied ist, ist der Verbrauch. So, aber teuer oder Kosten macht ein BGM nicht. Außer ihr habt ein richtig, richtig schlechtes BGM. Diese Folge ist vielleicht auch so ein bisschen Augenöffner. Vielleicht, ja, diejenigen, die bisher immer treu zugehört haben, vielleicht trennt sich auch hier die Spreu vom Weizen. Aber ist auch nicht schlimm. Das ist genau mein Ziel. BGM ist nicht teuer. BGM kostet euch gar nichts. Denn BGM hat einen unglaublichen Return on Invest. Eine unglaubliche Rentabilität. Verschiedenste Studien, nicht ich. Ich war nicht derjenige, der das in Auftrag gegeben hat, sondern verschiedenste, tausende von Studien wurden ausgewertet und herauskam ein durchschnittlicher Return on Invest von 2,70 Euro. Das bedeutet, jeden Euro, den ihr investiert, ergibt einen Return on Invest von 2,70 Euro. Wenn man das in Prozent ausrechnet, sind das 270% Steigerung. Zeigt mir mal ein Anlageobjekt, wo ihr 270% Rendite bekommt. So, wenn ich mein Aktiendepot angucke, dann bin ich froh, wenn ich 7 oder 8% habe. Na, oder wenn du dir eine Anlageimmobilie kaufst, dann bist du auch hellauf begeistert, wenn es irgendwo 10% sind. Aber zeig mir mal ein Anlageobjekt, wo du 270% Rendite bekommst. Das gibt es nicht. So, außer bei BGM. Deswegen sage ich immer so schön, BGM ist die letzte ökonomische Wissenslücke. Ne? Weil die Unternehmen, die richtig BGM machen, die das richtig aufbauen, Stück für Stück, Schritt für Schritt, eine Analyse, aufbauend auf der Analyse, eine bedarfsorientierte Maßnahmenplanung durchführen, dann mit geeigneten Anbietern die Maßnahmen durchführen, diese durchgeführten Maßnahmen Stück für Stück evaluieren und kontinuierlich verbessern und dann am Jahresende nochmal drüber wegschauen, optimieren, Stück für Stück besser machen. Das Ziel sollte jedes Jahr sein, besser werden, besser werden, besser werden. Und wie ich das auch im vergangenen Podcast, als es um Krankenstände ging, orientiert euch nicht immer nur unbedingt an dem durchschnittlichen Krankenstand. Wenn ihr genauso einen durchschnittlichen Krankenstand habt, dann seid ihr auch bloß ein durchschnittliches Unternehmen. Und ich persönlich bin ein Mensch, der hat keinen Bock auf Durchschnitt. Ich will außergewöhnlich sein. So. Ein BGM, was richtig gut aufgebaut ist, das kostet euch nichts und das spart euch Kohle ohne Ende. 2,70 Euro je eingesetzten Euro. So. Und wenn ihr jetzt mal tatsächlich wissen wollt, die Frage wäre nämlich die richtige, was darf ich denn dafür investieren? Wie viel muss ich dann investieren, damit sich ein BGM lohnt? Das ist die richtige Frage. Nur leider bekomme ich die immer nicht. Ich bekomme immer nur die Frage nach den Kosten und nach wie teuer ist es denn? Und da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Deswegen ist hier der Augenöffner. Fragt mich das nie wieder, was kostet es denn? Fragt mich, was darf ich investieren? Und da gibt es auch von bis. Ne? Willst du jetzt eher den Einstiegswagen, den Einsteiger-Anfängerwagen fahren? Dann solltest du vielleicht eher einen Gebrauchten nutzen, weil du dann doch hier und da eine Delle reinbehaust. Oder willst du halt Porsche fahren? Ne? Dann musst du auch Porsche bezahlen wollen. So. Aber grundsätzlich, was sollte man einplanen? Weil viele Unternehmen arbeiten ja auch in Budgets. Und wo geht es da los? Meine Erfahrung ist, je kleiner das Unternehmen, umso höher sollte das Pro-Kopf-Budget sein. Das bedeutet, wenn ihr eine kleine Firma mit 10 Leuten seid, dann müsst ihr einfach monatlich, das ist jetzt ein monatlicher Wert, ihr müsst dann monatlich 100 Euro für die Gesundheitsförderung eurer Mitarbeiter einplanen. Und in diesen 100 Euro, da könnt ihr dann eben auch diese ganzen Faktoren mit reinrechnen, wie Analyse, wie Planung, wie Durchführung, wie Evaluation. Das Problem ist, je kleiner das Unternehmen ist, umso weniger Skaleneffekte hast du. Wenn du einen Vortrag hältst für 10 Personen, dann ist der Vortragsredner genauso teuer, wie wenn du den gleichen Vortrag für 100 Personen hältst. Der Vortragsredner hat genauso die Anfahrt, hält genauso die 2 Stunden den Vortrag, du musst genauso den Raum, irgendeinen Raum buchen, und da ist es auch nicht manchmal so, dass der größere Raum deutlich, deutlich teurer ist, sondern meistens kostet er genauso viel, ne? Weil die Reinigungskraft, die den dann danach sauber machen muss, die ist genauso lange beschäftigt wie bei einem kleinen Raum. Das bedeutet, je kleiner das Unternehmen ist, ich sag mal bei 10 bis 20 Mitarbeitern, solltet ihr mit ungefähr 100 Euro pro Mitarbeiter pro Monat rechnen. Und dann so Stück für Stück, je größer das Unternehmen wird, umso kleiner wird dann diese Zahl. Und ich sag mal, bei einem großen Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern. Da kann es dann schon sein, dass ein Pro-Kopf-Budget von 10 Euro, 15 Euro pro Mitarbeiter pro Monat völlig ausreichend ist. So, wenn wir mal die 10 Euro nehmen, bei 2000 Mitarbeitern, dann sind das monatlich 20.000 Euro. Und jetzt fallen viele bestimmt hinten unter. Ich habe das diese Woche erlebt gehabt. Diejenige Person, die mich gefragt hat, wie teuer ist das denn? Die haben 3.500 Beschäftigte. Und sie hat ein Jahresbudget für 3.500 Beschäftigte in Höhe von 7.000 Euro. Das bedeutet, sie hat genau 2 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Und das ist ein Budget, wo ich sage, da wird BGM richtig teuer. Weil jetzt muss sie jedes Jahr, sie arbeitet als BGM-Verantwortliche, hat aber eigentlich kein Budget, kein Geld. Das Einzige, was sie machen kann, ist so ein bisschen betriebliches Eingliederungsmanagement, die Gespräche führen mit den Langzeiterkrankten, kann da schön Protokolle schreiben. Sie kann auch mal einen Arbeitskreis Gesundheit ins Leben rufen. Sie kann auch mal so ein bisschen durch den Betrieb gehen, macht mal hier eine psychische Gefährdungsbeurteilung oder da eine Arbeitsplatzbetrachtung. Ja, das geht alles. Ja, es ist auch gut und schön. Aber das wird euren Krankenstand nicht reduzieren. So, und dann hat sie noch 7.000 Euro übrig. Und dann sagt sie, okay, ja, 7.000 Euro, ja, dann mache ich mal irgendwie 5, 6, 7 Vorträge, wo dann immer so 10, 20 Leute drinne sitzen. Und dann habe ich irgendwie das Jahr 100 Leute erreicht. Und dafür habe ich 7.000 Euro ausgegeben. So. Und diese 7.000 Euro, ganz ehrlich, habe ich auch zu ihr gesagt, die können sie sich auch sparen, die können sie auch streichen. So, und eigentlich die Frage ist, ist sie überhaupt als interne BGM-Verantwortliche überhaupt noch notwendig, wenn sie überhaupt gar kein Budget hat? Ja, sie selber kostet dann von Personalkosten 30, 40, 50, 60.000 Euro jedes Jahr und hat aber bloß ein Budget von 7.000 Euro, um 3.500 Leute zu verantworten. Das kannst du dir schenken. Da wird BGM richtig teuer, wenn man es so angeht. Je mehr Geld ihr habt, umso größer wird der Effekt. Also je mehr Mitarbeiter ihr habt, umso günstiger wird das BGM. Und je mehr Geld ihr investiert, umso mehr Handlungs- und Entscheidungsfreiheit haben dann die Verantwortlichen, die das BGM steuern und machen und tun und können vor allem auch alle erreichen. Ich habe nicht als Ziel, in einer Firma mit 100 Leuten genau die 10 zu erreichen, die sowieso immer irgendwie was machen. Da machst du einen Rückenschulkurs und es sind genau die 10 Hanseln drin in so einem Rückenschulkurs, die sowieso die ganze Woche Sport treiben. Nee, das ist nicht mein Anspruch. Ich will genau die 90 haben, die sonst nichts machen. So, und da musst du halt kreativ sein, dir was einfallen lassen, verschiedenste Angebote anbieten, um da auch wirklich alle zu erreichen. Ja, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Da machen wir nochmal eine separate Folge dazu. Ne, was kann ich machen, wenn meine Mitarbeiter das BGM nicht nutzen? Was sind da die Ursachen und Gründe dafür? Hier ging es jetzt erstmal darum, was kostet es wirklich? Und da kann ich euch sagen, BGM kostet nichts. BGM bringt ein, eine Menge.
Ja, und das ist nur rein wirtschaftlich monetär. Auch eine andere Statistik, wer BGM einsetzt, kann im Durchschnitt den Krankenstand um 40% reduzieren. Und dann setzt euch doch einfach mal hin, guckt, wo liegt euer Krankenstand jetzt ohne BGM, was kostet euch durchschnittlich ein Mitarbeiter, was entstehen dadurch für Kosten. Wir hatten das in der letzten Episode, AOK-Versicherte im Schnitt 20 Tage pro Jahr krank. So, 20 Tage, ein Mitarbeiter. Im Durchschnitt kostet der 200 Euro, sind 4.000 Euro pro Mitarbeiter. Mal 100 Mitarbeiter sind 400.000 Euro. Mist, hätte ich doch mal ein BGM gemacht und hätte nur um 1, 2, 3 Tage den Krankenstand pro Mitarbeiter reduziert. Dann wäre das Ganze schon mehr als Break-Even. So, und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr keine 10 bis 100 Euro, selbst ich, also ich habe auch nur 12, 13, 14 Mitarbeiter. So. Ich investiere auch jeden Monat Geld in die Gesundheit der Mitarbeiter. Wir machen zusammen Sport, wir machen verschiedenste Events, haben immer wieder Veranstaltungen, gucken, dass wir vernünftiges Büromöbeljahr haben und so weiter und so fort. Wir leben das selber vor. So. Und auch ich behaupte, jedes Unternehmen hat 100 Euro pro Mitarbeiter. Weil wenn ich sehe, was entsteht an Krankheitskosten, ja, dann wird es halt viel, viel teurer. So. Wenn alle Mitarbeiter da sind, dann könnt ihr auch produktiv arbeiten, dann könnt ihr auch produktiv Umsätze erzielen. So, und nicht irgendwie schon die ganz kranken Leute mit einplanen, ne? Die Arbeit so verteilen, dass ihr genau wisst, naja, der ist sowieso nächste Woche krank, dann kann der andere das übernehmen. Das ist doch Blödsinn, Humbug. Sondern immer Vollgas, Attacke. So, was eure Meinung dazu ist, gerne raus damit. Ich bin offen für jegliches Feedback. Sei es positiver oder negativer Natur, schreibt das gerne an die info@outness.de. Ich freue mich da auf eure Zuschriften und ja, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr derselben Meinung seid, dann gebt mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast App. In diesem Sinne, denkt mal drüber nach, ne, wie viel wollt ihr in Zukunft in das BGM investieren? Und schreibt mir auch ihre Gast das gerne mal als Nachricht. Würde mich echt interessieren. Ansonsten heißt es, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.